was ich schon oft in irgendwelchen Foren oder wo auch immer gesehen und gelesen habe, den Tipp Neustart. Also ein Neustart bringt überhaupt nichts auf lange Sicht, wenn man diesen Neustart macht, um irgendwelche Algen loszuwerden, wenn man nicht gravierend was am Setup des Aquariums verändert. Ja. Wenn ich alles genauso wieder mache wie vorher, den gleichen Filter, das gleiche Filtermaterial, die gleiche Geschwindigkeit, gleichen Bodengrund und alles gleich mache, dann kriege ich den ganzen Mist genauso wieder mit ziemlich großer Sicherheit. Ne? Deswegen Auge aufmachen, Aquarium beobachten, gucken, wo die Tendenzen sind und einfach erkennen, wo liegen die Probleme. Das kann man lernen, ja. Aber dazu muss man bereit sein, sein Aquarium zu lesen. Ja, das geht alles wunderbar. Ja, also es gegen keine Alge oder auch Cyanus ist es notwendig, mit Chemie gegen vorzugehen. Nicht eine Alge, nicht eine Cyanophyceae. Ja, das geht alles auf rein biologischem Wege und zwar funktioniert das. Ist zwar alles ein bisschen langwieriger. Aber es funktioniert dauerhaft. Ja, das heißt, wenn man sich auf die biologischen Veränderungen seines Aquariums einstellt, beziehungsweise die fördert, ja, also bei Problemen, ja, nicht, also never touch a running system, ja, also wenn das Aquarium top läuft, dann lass es bloß so laufen. Ja. Klar, Ausnahmen sind natürlich. Ich sag mal so, Kampf-Aquarien. Jetzt nicht Kampffisch-Aquarien, Entschuldigung, also bitte jetzt nicht Kampffisch-Aquarien, sondern Aquarien mit irgendwelchen Powerfiltern, ja. Ne, die dann also, was weiß ich, da fünf oder noch öfter das Wasser durch Beckenvolumen, durch Filter ballern. Ja, das sind potenzielle Pinselalgen-Aquarien. Ja, da kann ich eigentlich von vornherein nur sagen, entweder lasst ihr so ein Mist von vornherein sein, ne, oder geht später drauf hin, wenn ihr merkt, ups, es kommt tatsächlich Pinselalgen, der Kerl hat recht. Ja. Dann denkt ihr mal an mich und macht einfach mal, arbeitet mal ein bisschen an euren Filtern oder überdenkt die. Oder kommt zum lieben Joachim Mund und sagt, pass mal auf, Kollege, ich habe hier das und das Problem. Was kann ich tun? Oder guckt sich mal meine Videolisten an, sucht mal nach dem Begriff Algen oder Pinselalgen. Ne. Und dann ist es eigentlich, sollte es ganz einfach sein, da den richtigen Weg zu finden oder einen gangbaren Weg. Ja, ich möchte jetzt nicht schon wieder hier Futter für meine Hater liefern, ne, die dann sagen, ah, der sagt wieder alles nur ein Weg, es geht nur das, was er sagt. Nee, das ist natürlich nicht so, aber ich sag mal, ne, ich versuche den Weg zu gehen, der biologisch arbeitet, der nachhaltig arbeitet. Und der eben auch effektiv arbeitet, ne? Und vor allem sich bewährt hat. Also mit Chemie rumhantieren kann jeder Depp, ja. Ne, das können sogar Anfänger. Die gehen hin, gehen in den Laden, kaufen sich irgendwelches Algenex und knallen das da rein und freuen sich, dass 3 Wochen später die Algen weg sind und gut, 4 Wochen später sind dann die Pflanzen weg. Aber kann man ja neu kaufen. Ne? Ist nicht mein Weg. Und wer vorhat, sein Aquarium wirklich auch gesund dauerhaft laufen zu lassen, der geht nicht an Chemie. Ne? Der versucht halt zu ergründen, woran kann es liegen, dass mein Aquarium dies und jenes Problem hat. Ja? Jedes Problem hat seine Ursache. Ja, in der Natur ist es auch nicht anders. Ne? Also. Man sollte eben sich überlegen, warum funktioniert es bei mir nicht, aber in der Natur geht's. Ne? Ja, das ist halt eine Sache vom Kopf. Ne? Drüber nachdenken, warum funktioniert mein Aquarium oder warum funktioniert es nicht? Oder was könnte es sein, warum es nicht funktioniert? Ja, und das ist das, was ich versuche zu vermitteln, dass man eben nicht schnell mal eben ins Zooladen geht, möglichst noch mit einer Wasserprobe. Ja, dass der Zoohändler das Stäbchen reintut, statt dass ich es zu Hause mache und da genauere Werte kriege, weil der Weg alleine verändert das Wasser schon. Ja, also zu Hause, wenn möglich, messen, wenn man denn messen muss, weil man
das noch nicht so einigermaßen im Auge hat. Klar, auch ein alter Hase, der bei bestimmten Sachen muss er mal messen, um einfach zu sagen, so, ja, könnte sein, könnte nicht sein, das könnte es sein, das könnte es sein. Aber ich sag mal, so ein richtig alter Hase, der sagt dir, das und das könnte an deinem Aquarium sein und das könnte sein. Da kannst du ansetzen, da kannst du ansetzen. Ja, der braucht nicht unbedingt da den Messstreifen oder was weiß ich da, den Messcomputer oder was auch immer. Ja, man kann also vieles am Aquarium ablesen. Am Verhalten der Fische kann man lesen, am Verhalten der Pflanzen und am Wuchs der Pflanzen und am Zustand des Bodengrunds, am Wasser selber. Ja, da gibt's so viele Ansatzpunkte, wo man einfach lernen kann, sein Aquarium zu lesen. Das ist schwer vermittelbar. Ja, also ich würde mir jetzt nicht zutrauen, euch einen Vortrag zu halten, wie man jetzt hingeht und das Aquarium lesen lernt. Ja, das traue ich mir nicht zu. Also ich kann euch immer nur versuchen, auf den Weg zu bringen, ob das irgendwelchen Leuten gefällt oder nicht. Thank you.